Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht mich wieder relativ groß, denn ihr müsst mich heute auch tatsächlich sehen können in diesem Video. Denn heute möchte ich ein Pferd kaufen und dort mit verbundenen Augen hinreiten. Also einfach random irgendwo hinreiten und hoffen, dass ich bei irgendeinem Stall oder Pferd rauskomme. Ich bin mal gespannt, wie das funktionieren wird. Ich muss dazu sagen, dieses Pferd ist gerade extrem schnell, weil es ist Level 15 und gut gepflegt und so. Also wir rasen hier praktisch durch die ganze Prärie. Aber ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen neuen Startpunkt, weil hier ist es schon ein bisschen abgelegen und da ist es für mich schwierig, mit zu den Augen irgendwo hinzukommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht starte ich einfach in der Mitte, also bei Steve's Farm. Okay, ist hier mal mega viel los. Interessant. Ich werde mich jetzt einfach mal da ein bisschen auf die freie Wiese stellen. Und ich werde das so machen, dass ich mir jetzt gleich die Augen verbinde. Dann werden wir einfach mal losreiten. Ich würde sagen, wenn ich halt höre, dass wir aufhören zu galoppieren, dann werde ich einmal kurz das runternehmen, mich in irgendeine Richtung drehen und dann werden wir versuchen, einfach weiter zu reiten. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle, aber wir werden es jetzt gleich sehen. Hier habe ich schon meine wundervolle Schlafmaske ausgepackt und die werde ich mir jetzt direkt mal anziehen. So, Kopfhörer wieder drauf, Schlafmaske runter. Ich sehe tatsächlich gar nichts. Die Tasten muss ich mir kurz angucken. Ja, ich werde mich jetzt einfach mal drehen hier. Ich hoffe, das dreht sich jetzt. So, und dann jetzt mal in der Richtung lossprinten. Oh mein Gott. Ich springe einfach mal ab und zu. Vielleicht springen wir ja über was. Aha, okay. Hört sich so an, als würden wir auch immer noch galoppieren. Über verschiedene Untergründe, ja. Ich mache mal hier ein bisschen eine Kurve. Kurve, Kurve. Bestimmt bin ich jetzt einfach wieder da, wo ich gerade angefangen habe. Ah, okay, jetzt haben wir aufgehört zu galoppieren. Ich gucke einmal kurz. Okay. Hier sind wir noch in keinem Stall oder so. Wir sind einfach nur hier hinten. Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Hä? Wie bin ich hier hingekommen? Moment. Ich drehe mich jetzt einfach nochmal im Kreis. So. Und galoppieren war wieder los. Okay, hört sich gut an. Wir galoppieren. Jawohl. Ich springe einfach mal wieder. Mhm. War irgendwie ein langer Sprung. Vielleicht sind wir irgendwie bergab geritten oder so. Oh, okay. Können wir weiter? Nee, irgendwie nicht. Okay, ich werde mal kurz die Maske wieder hoch. Heben. Okay, wir sind auf jeden Fall in keinem Stall oder so. Wir sind einfach nur gegen einen Baum gerannt. Wunderbar. Ich drehe mich und es geht wieder weiter. Okay, weiter geht's. Okay, wir stehen schon wieder. Vielleicht kann ich mich ein bisschen drehen und einfach weiter reiten. Ja, hat funktioniert. Weiter. Mhm, hört sich gut an. Ah, doch. Ah, wir stehen wieder. Ich schau mal wieder. Okay, irgendwie sind wir 2 mm weitergekommen. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, ich stelle mich mal hier hin, wo kein Baum ist. Und drehe mich gleich wieder. So, erstmal Maske wieder runter. So, wir drehen uns. Und galoppieren. Let's go. Ich höre immer noch Hufe. Sehr gut. Es scheint ein guter Weg zu sein. Ich mache ein bisschen eine Kurve. Ah! Lauf weiter. Geht. Geht. Wir kommen weiter. Okay, sehr gut. Lauf. Es galoppiert immer noch. Sehr gut. Okay, was ist jetzt hier los? Moment, ich gucke. Pferd, was war dein Problem? Warum hast du bis denn nicht weitergerannt? Aber wir sind hier wirklich wieder mal irgendwo im Nirgendwo. Kann ich auch mal irgendwo hinkommen vielleicht? Ich drehe mich trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich drehe mich nicht, aber ich drehe mich. So, lauf. Wenn ich jetzt einfach nur wieder zurückreite, dann drehe ich durch. Lauf. Hat funktioniert. Lauf. Ich versuch's einfach ein bisschen wegzudrehen. Oh nein, ich bin im Wasser. Nein. Ach du Schande.
Wo bin ich? Ich bin irgendwie im Wasser oder so. Reite. Nach vorne. Nee, ich bin wieder im Wasser, glaube ich. Ja, bin wieder im Wasser. Darf man nicht im Wasser? Okay, ich muss kurz gucken. Oh mein Gott. Hä? Ach du meine Güte. Stopp, ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus. Ich muss mich mal ganz kurz hier aus dieser Ecke befreien. Ich komme hier nicht wieder raus. Also das ist, glaube ich, over. Oder vielleicht hier. Oh, ein Stern, den ich noch nicht eingesammelt habe. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Okay, wir sind schon mal nicht mehr im Wasser. Augen wieder zu. Dann drehe ich mich einmal. Ich hoffe einmal komplett 360 Grad. Weil ich möchte da schon gerne geradeaus und nicht wieder ins Wasser. Oh nee, das hört sich schon wieder so an, als wäre ich ins Wasser gefallen. Nee, ich galoppiere anscheinend. Okay, gut. Weiter so. Lauf, lauf, lauf. Ja, es läuft noch. Oder? Bilde ich mir das ein, dass du galoppierst? Nee. Ich glaube, er läuft. Ich springe einfach mal. Vielleicht hilft. Lauf. Oh nee, ich bin schon wieder im Wasser. Okay, ich gucke. Oh nee, Pferd. Was machen sie? Ja, ich muss mich weg vom Wasser drehen, sorry. Also ich muss jetzt einmal hier und dann hoffen, dass ich mich nicht zu sehr drehe. Ich drehe jetzt so ein kleines Stück und laufe einfach mal in die Richtung. Ich hoffe, es funktioniert. Können wir auch mal irgendwo zu einem Stall kommen? Ich springe jetzt einfach mal wieder. Ich habe immer das Gefühl, dass ich echt in den richtigen Momenten springe. Okay, okay, okay. Mhm. Hört sich gut an. Wir laufen auf jeden Fall. Wir rennen. Nein, er steht. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Lauf. Ja. Okay, ja. Weiter. Lauf. Wo stecken sie? Wo stecken sie fest, ha? Huh? Okay, ich muss gucken. Hä? Wie bin ich hier? Oh mein, also damit habe ich ja wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass ich hier bin. Aber eigentlich, also ich meine, ich bin hier bei Pferden, ne? Ich bin hier jetzt wieder bei Pferden gelandet. Also eigentlich müssten wir hier jetzt eins aussuchen. Ich glaube, ich mache das auch einfach mit Augen zu. Ich mache die Augen einmal zu. So, ich drehe mich hier ein bisschen im Kreis. Und dann klicke ich jetzt einfach mal irgendwo hin, in der Hoffnung, dass ich auf ein Pferd klicke. Nee. Scheinbar nicht. Oder? Ich guck mal. Oh. Ich habe die Pferdetrainerin angeklickt. Okay, nee, wollte ich nicht. Nochmal Augen zu. Lauf mal ein bisschen vor. Hä? Wieso läuft er denn nicht? Oh. Schon wieder die Pferdetrainerin. Mein Gott. So. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Ich habe keine Ahnung, wie schnell oder wie langsam sich der dreht. Bitte ein Pferd. Ich möchte bitte ein Pferd kaufen. Guck ich mal. Oh, ich bin hier direkt neben einem. Okay, okay. Glaub, das könnten wir zählen lassen. Dass ich direkt neben dem lande. Also ich meine, immer wieder meine Maske hier ab. Ja, dann haben wir doch ein ganz gutes Pferd hier. Mein Augen zu, ich hatte ein gutes Pferd ausgewählt. Wollte ich zwar lieber auf dem Hauptaccount, bin ich ganz ehrlich, aber mein Gott, dann habe ich es jetzt halt hier. So, ich habe mir gerade so gedacht, ich ziehe diese Maske einfach nochmal auf. Okay, die ist jetzt falsch rum. Aber ich werde diesen Namen hier einfach wegmachen, den zweiten. Und ich werde hier jetzt mit Augen zu nochmal scrollen und wir werden uns einen Namen aussuchen, mehr oder weniger, weil ich ja einfach den mit Augen zu herausfinde. Hier nochmal die Maske, auch wenn sie falsch rum ist, tut mir leid. Funktioniert natürlich trotzdem. Hier sind die Namen und dann scrolle ich jetzt einfach mal ein bisschen. Moment, ich möchte kurz auf dieses Ding gehen, weil da kann ich besser hin und her scrollen. So. Und dann nehmen wir das. Table? Also Table ist bodenlos, Leute. Ich kann mein Pferd auch nicht Tisch nennen, oder?
Table. So ist es halt, wenn man Sachen mit Augen zu auswählt. Gut, der gute Table wird jetzt bei uns einziehen. Ja, wir kaufen dieses Pferd in 3, 2, 1. Let's go! Hallo Table. Na? Wie geht's dir? Du bist wunderschön, aber du hast echt den lostesten Namen, glaube ich, den ich je vergeben habe. Einmal streicheln, den guten Table. Hallo? Sehr hübsch bist du, sehr hübsch. Ich kann über den Namen vielleicht irgendwie hinwegsehen. Ich werde ihm gleich mal einmal die Hufe auskratzen und ihn einmal putzen. Wunderbar. Dann ist er auch schon ein Level up. Und da haben wir ihn, den guten Table. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Pferd findet. Ich persönlich finde es wunderschön. Ich mag die Passofinos sehr, sehr gerne. Schreibt mir aber auch mal in die Kommentare, wie ihr den Namen findet. Wer sein Pferd Table nennt, der hat auf jeden Fall den Namen mit Augen zu ausgewählt. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Die Challenge hat mega Spaß gemacht, weil ich bin irgendwie an Orten rausgekommen, die ich mir niemals gedacht hätte. Vielleicht auch für euch als Inspiration, wenn ihr mal nicht wisst, welches Pferd ihr kaufen wollt, dann einfach mal mit Augen zu durch Jorvik rennen. Dann werdet ihr auf jeden Fall irgendwann auf ein Pferd stoßen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und lasst auch sehr gerne ein Abo da, falls ihr das noch nicht getan habt. Ist kostenlos und einfach nur ein Klick. Ihr könnt dann auch natürlich die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr wirklich gar nichts mehr. Da werdet ihr nämlich benachrichtigt, wenn ich etwas Neues hochlade. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr dieses Video gerade schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.